Ja, und da sind wir wieder. Hallo und willkommen, liebe Hyperianerinnen und Hyperianer, zu einer neuen Runde von Cuphead. Und ich bin wieder im Livestream auf Twitch unterwegs und wir spielen wieder Cuphead weiter. You can catch me unless you take a shortcut. That's what some punkins did last week. It's the only way they could have beaten me to the rights. Say, maybe you could show me where the shortcut is around here. Jo. So, mein Browser wirft mich immer mal aus der Seite raus. Also. Passiert. So, haben wir so ein Spukhaus hier. Mausoleum 2, hervorragend. Here's a real high-class belt. It's on. Warte mal, wer das nochmal? Ach ja, ich muss drauf springen. Was? 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 Hä, ich muss da doch drauf springen und dann nochmal drücken dann, dass ich da praktisch so... Hä? Ja, okay, jetzt funktioniert's. Okay, erstmal wieder reinkommen. Ach so, ich musste direkt mal drauf springen. Ich kann das nicht da so direkt mitmachen. Das ist toll. Weißt du, spielst du Cuphead wieder nach 4 Wochen und dann gleich nach 10 Sekunden you died. What? Was? Was? Komm her, weg mit dir. Oh oh. So, die dürfen da ja nicht drankommen. Das ist ganz wichtig. Nein! Oh Gott. Wo kommt er? Wenn das jetzt schon so lustig wird, dann frage ich mich, wie das in den anderen Welten dann wird mit dem Mausoleum. Das ist ja geil. Zack. Zack. Na, kommt her. Ach so. Juhu! Victory! We have victoried! I knew if I rooted around here, I could find something special for you. But I didn't know I would get trapped again. Thanks for saving me a second time. Take this magical super art and I'll see if I can find you another. Yippee! You unlocked a new super! Was ging? Wie ging das denn? War das nicht in dem Menü hier? Nee. Ah, mit Y war das. So, Moment mal, die Bot-Nachricht kommt mir doch bekannt vor. Welche, die mit dem Discord? Ja, das ist, glaube ich, habe ich, glaube ich, 1:1 von dir kopiert. Super Art 1 Energy Beam. A devastating attack spills from your head. Horizontal only. Ground or air. Super R2, Invincibility. Cross the astral plane to become invulnerable for a short time. Geil. Okay, dann werden wir unverwundbar. Ich mach das mal, weil die andere Attacke finde ich irgendwie komisch. So, was bist du? Meister Lampe hier. Das hat schon ulkige Animationen. Das Spiel ist mega geil. Ich liebe dieses Spiel. So, you've spoken with Quadratus, the watery being across the aisle. That is something few others can claim. Okay, wir haben mit dem Wasserdingens gesprochen. Das fand er sehr special. So, hier ist doch die Abkürzung. Was für eine Abkürzung meinen die denn? Shop. Porgrins Emporium. Gucken wir mal. Welcome. Ich finde diesen Typen so mega geil. So, ach so, Chaser, Chaos Orbit, Long Range with Below Average Damage, No Aiming Required. Hard Extra Hit Point, adds an additional Hit Point, but lightly weakens your attack power. Nö, das machen wir nicht. Machen wir das? Nee, machen wir nicht. Spread 8-Way, Short Range with Great Damage, if you can keep close to your target. Okay. Smoke Bomb, Invisible Dash, you will not take damage during a dash, a great defense maneuver. Runabout, Jumbo Rebound, great coverage with average damage, aim backward for maximal, was for maximum range. Aha. Keine Ahnung. Tschüss.
So. Wo müssen wir hin? Wir schauen uns mal ein bisschen um hier. Das ist sogar vorhin diese Musik im Hintergrund. Das ist einfach mega geil. Komme ich da eigentlich durch? Da ist nämlich nur eine Welt hier, glaube ich. Ja, wir kommen durch. Geil. Zack. Funhouse Frazzle. Okay, ist wieder ein Run and Gun. So, jetzt muss ich mal gucken, ob die kommen. Was? 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 Ah! Was ist das für ein... Hä? Wie geht das? Was? Was ist das für eine Welt? Hä? Wie komme ich an den Viechern vorbei? Check das nicht. Was? It's on. Was? Die sind immer parallel, aber hä? Was? Ich check's nicht. Die Welt ist auch gar nicht so groß, aber ich check's nicht. Okay. Hä, ich check das nicht. Kannst du die große Ente nicht kicken? Nee, es geht nicht. Now go. Einen hier kann ich kicken, aber die großen nicht. Hä? Wie dash ich eigentlich nochmal? Ich bin mega verwirrt. Ich konnte doch irgendwie mal... Ach so, ging das mit Y. Ach, ich kann da durch... Ach, ich kann da durchdashen. Ah, okay. Jetzt habe ich es gecheckt. Okay. Ja. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Here go. Du kannst mit... Na toll. Du kannst mit Y nur durchdashen. So. Jetzt aber. Jetzt habe ich es geschnallt. So. Ah ja. Küsst mich, küsst mich, küsst mich. Hörst du jetzt mal auf hier? Könntest du sterben? Danke. Ein Leben noch, geil. Oh Gott. Oh, nein, fuck!
Alter. Boah. Was für ein. Was für eine. Was für ein Level. So. Na gut, also jetzt kriegen wir es aber hin. Boah, dieses Überkopf ist halt schlimm. So, schauen wir mal. Drei Leben haben wir noch. Finde ich gut. Oh, Alter. So, ich mach's jetzt mal so. Einfach perma schießen, dann kriegen wir zumindest die Dinger platt. Die kleinen Creeps, die hier rumlaufen. Boah. Was bist du denn für ein komisches Vieh? Aha. Was? Alter, willst du mich trollen? Ah ja. Oh Gott. Was? Das ist doch nicht dein Scheiß Ernst. Ich war fast am Ziel. Mann. Oh Mann, ey. Okay, die Runde ist echt schwer. Hier einmal durchkommen, das wäre ganz fantastisch. Nein. Ah, da habe ich zu langsam reagiert. Oh Gott. Alle sterben bitte. Lasst mir mal Frieden. Das ist nicht wahr, genau reingelaufen. Ich hasse es. Warum spiele ich sowas nochmal? Alter, das gibt's ja nicht. Das ist unfassbar. Dieses Fellgeräusch ist hier übel. Ja, das stimmt. Da passiert aber ganz schön viel gleichzeitig auf dem Bildschirm. Das ist... Alter, das ist mega anstrengend gerade. Ah, ich kann die großen Enden, glaube ich, auch kaputt machen. Okay, wenigstens kommen wir hier jetzt sauber durch. Nein! Ah. So, fixieren. Also du musst echt alle Tasten benutzen. Das ist schon... Es ist sehr geil gemacht, aber das ist mega anstrengend. Na toll. Ich werde wieder 8000 Jahre für diesen Level brauchen. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. So. Einmal durchdashen. Hallo, kann ich... Ich hasse es. Ey, komm. Oh, das ist mit diesem Überkopf. Das ist mega anstrengend. Nein. Ja, klar. Spring natürlich wieder. Das ist doch nicht wahr. Now go. Habe ich gesagt, dass ich dieses Spiel mag? Ich hasse dieses Spiel. Wie die Pest hasse ich dieses Spiel. Ja, zu früh gedasht. Oh Mann. Oh Gott sei Dank.
Nein! Nein! Ach komm! Das ist doch nicht wahr! So ein bisschen mehr Konzentration jetzt. Ach Gott! Nein! Könntest du bitte mal... Danke! Oh Gott! So... Gott, bin ich froh, wenn dieser Level vorbei ist. Nein! Oh. So. Das habe ich noch nicht so ganz gecheckt, die Stelle hier, wenn ich ehrlich bin. Aha. Okay. Okay, der ist tot, hervorragend. Das macht das Ganze hoffentlich ein bisschen einfacher. Das gibt's doch nicht! Das ist doch nicht an... Das ist so dämlich, weil die so fliegen, dass du nicht richtig triffst manchmal. So, Kupuro, hallo, grüß dich. Einen schönen guten Abend wünsche ich dir. Mach's dir bequem. Oh Gott sei Dank, gerade noch rechtzeitig gedasht. So, Gott sei Dank. Nein! Wow. Ich müsste bloß immer die eine Taste gedrückt halten, aber das ist irgendwie im Eifer des Gefechts immer schwierig. So. Jetzt habe ich den Controller extra schon umgestellt, dass einfacher wird das Spiel. Na klar, jetzt ist du. Na klar. Ich habe mich noch nicht dämlich genug angestellt, das heißt, das Spiel muss nochmal einen Schwierigkeitsgrad oben drauf packen. Ich glaube, ich muss ja einfach schnell durch. Kann das sein? Ach, nein, den muss ich zuerst platt machen, damit das funktioniert. Okay, gut zu wissen. Oh Mann. So, was? Vielleicht doch diese 4 HP kaufen, Heb? Ja, nein. Ich sträube mich bis zum bitteren Ende. Das würde bedeuten, dass ich mega faile. So. Ciao. Allons-y! So. Oh Gott. Okay, wie ich den hier platt machen soll. Also den da unten, das ist ja schon klar, wie ich den platt mache, aber die hier irgendwie. Gott sei Dank. Ha, hi, hu. Ha, ha, ha. Oh Gott, Alter. Hui! Das ist nicht wahr. Das ist nicht ein...
Oh, das ist echt. Also der Level ist echt bockschwer. Was? Na, alles gut bei euch? Na klar, Kopuro. Und bei dir? Was? Mei, oh mei. Was? Na toll. 80% wirken bei dir. Was? Lese ich gleich. Ja, das passiert. Ich kann mich gleich töten lassen. Das bringt nichts mehr. Na komm her, töt mich. Achso, wenn ich da direkt reinspringe, ist total geil, dann töte ich ihn sofort. Interessant. So, Mai Mai, 80% wirken bei dir, als hättest du einfach nur mehr Dussel als wirklich Plan. Na klar. Ich meine, wenn du Leute sehen willst, die einen Plan vom Spiel haben und so weiter, dann guckst du andere. Dann guckst du bei anderen zu, nicht bei mir. So, na, das geht doch mittlerweile schon mal. So, einfach jetzt durchmarschieren. Oh Gott. Einmal ducken bitte. So. Das Ding fliegt doch gleich wieder auf mich los hier. Ja, dankeschön. Ich dachte, ich erwische den so. Das ist gar nicht so einfach, das nur über Kopf ich alles. Nein! Ach komm! Ich würde das Level gerne schaffen jetzt, ohne Mist. Nein! Dieses Level ist so bockenschwer. Das ist echt sowas von mega schwer, dieses Level. Vor allem mit dem Überkopf auch noch. Das ist halt das. Na toll. Stirb! So, ich muss mich echt mal ein bisschen konzentrieren jetzt hier, weil sonst bringt das nichts. Ach komm! Weil er 1 Millimeter weiter oben war auf dem Dingens, darum habe ich den nicht erwischt. Crap. Hallo? Könntest du sterben bitte? Danke. Das mit diesem Einhaken übrigens, das ist gar nicht so einfach. Echt gar nicht so einfach. Du musst das irgendwie genau treffen und genau timen, damit das funktioniert. Das ist echt nicht so prickelnd. Hallo? Oh, Gott sei Dank. Nein, genau reingerutscht. So, willkommen beim Speedrun von Cuphead. So. Aha. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Ja. Ach, komm. Wird das eigentlich erklärt, wieso du blaues Zeugs aus deinen Fingern schießt? Ja, das wird erklärt. Und zwar ist das ein Geschenk von unserem Großvater, nachdem wir uns mit dem Teufel eingelassen haben, damit wir uns verteidigen können und die Seelen einsammeln können. Das war eine magische, das war einfach so ein magisches Dingens, was uns zum Trinken gegeben hat, damit wir schießen können. Also, das ist die Magie dahinter. Das ist ganz am Anfang, sieht man das. Also ganz am Anfang kriegt man das vom Großvater. So ein Fläschchen, damit das eben funktioniert. Nein! Genau reingejumpt. Ich bin ein Depp vor dem Herrn. Das ist unfassbar. Ja.
Ich weiß nicht ganz, wie man die teilweise platt machen soll. Wie soll das funktionieren, wenn die so einen bescheuerten Winkel haben? Wollen wir es mal erklären? Na, es gibt es nicht. So, oha, die Story klingt komplexer als gedacht. Es ist eigentlich total simpel von der Story her. Cuphead Magmed spielt im Casino des Teufels. Cuphead Magmed verliert im Casino des Teufels. Cuphead Magmed wollen die Seele nicht an den Teufel verlieren. Cuphead Magmed müssen... Cuphead und Magmed müssen, ja, Seelen eintreiben für den Teufel, damit sie ihre Seele nicht verlieren. Das ist so eigentlich die kurze Zusammenfassung der Geschichte. So. So, hier würde ich manchmal echt gerne besser treffen können. Zack. Nicht auch noch sowas. Spiel um... was? Was? Oh Gott, warum tut mir das Spiel sowas an? Nein, das gibt es nicht. Das ist. Und jetzt war er kaputt. Das ist nur nicht wahr. Und dahinter war das Ziel. Ich krieg ein zu viel. Das ist doch nicht wahr. Dahinter war das Ziel. Oh. Was? Cuphead, Magmed? Nein, Cuphead und Magman. Oh. Ich hasse es. Haha, huha, hihi, huha. Ninja Happy ist unterwegs. Oh Gott. Ja. Ja. So. Ja. Boah, diese Viecher machen mich kirre vielleicht. Oh Gott. Boah, das Fiese hier ist einfach an dieser Stelle, dass dieses Vieh, dass sich die Dinge drehen. Das heißt, du kannst sie nicht einfach so total easy peasy positionieren dann. Ich mach das jetzt so. Ja, geil, geschafft. Ja, ja, ja. Oh Gott sei Dank.
Alter. Oh Mann. Aber wir haben alle Goldmünzen. Eine B-. Dafür müsst ihr eigentlich eine A+ mit Auszeichnung bekommen. Boah, das sah doch easy aus. Ist klar. Oh Gott.